Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zum Unboxing von Merchant's Cove. Es ist ein wirklich sehr großes Paket, hängt aber auch damit zusammen, da hier alles zweimal enthalten ist, weil das eine Sammelbestellung war und ich das Ganze dann noch weiterschicken muss. Das heißt, es passt jetzt momentan so mal gar nicht ins Bild. Ich werde es dann zur Seite schieben natürlich und die entsprechenden Inhalte zeigen. Beim Merchant's Cove handelt es sich um ein komplett asymmetrisches Spiel. Jeder Spieler hat eine ganz eigene Spielmechanik, die er verfolgt und Interaktion gibt es nur bei Kunden, die irgendwie mit Booten anreisen. Und diese möchte man für sich gewinnen. So, das ist gut verpackt. Einmal, dann machen wir da herüben das Gleiche. So. Gut. Der erste Teil ist mal erledigt. Schauen wir mal, was sich hier herinnen verbirgt. Schauen uns das Ganze dann nachher noch genauer an. Ich gebe es jetzt einfach mal raus. Zweimal der Secret Stash. Zweimal der Innkeeper. Und haben wir zweimal The Oracle. Das sind so kleine. Das sind eigentlich so kleine Erweiterungen, kann man sagen, die eben wieder eine ganz andere Spielmechanik einführen. Dann habe ich mir hier von demjenigen, der die Sammelbestellung durchgeführt hat, gedruckte Exemplare auf Deutsch dazu bestellt zu meiner Lieferung. Danke nochmal an dieser Stelle an die Sammelbestellung, an die Verwaltung von der Sammelbestellung. Das sind so Bäcker-Build-Rogue-Pack, da haben, glaube ich, die Bäcker eben entschieden, was in diesen enthalten sein wird. Dann wieder so eine, im Prinzip, Erweiterung, der Dragon Ranger. Wir schauen uns das Ganze dann nachher eh noch genauer an. Ich packe es jetzt einfach nur mal aus. Zweimal, wie gesagt. Und dann zweimal das Basisspiel von Merchant's Cove. Wir sehen es nachher dann gleich nochmal genauer. Ich gebe das da mal weg, weil das Ganze ist wirklich sehr unhandlich. So, und das war's mit dem ganzen Zeug. Schachtel, adios. So, und jetzt geht's los. Wir beginnen mit dem Basisspiel. So, habe jetzt nochmal die Kamera nochmal neu eingestellt. Hier seht ihr Merchant's Cove, das Basisspiel. Dürften die Tableaus schon mal ein bisschen oben aufliegen. Ich hoffe, das Ganze findet dann seinen Platz. Ich werde mal die Folie entfernen, damit das nicht so spiegelt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sieht man schon einmal irgendwie so einen Pirat, der muss mit dem Schiff hier herumfahren. Dann gibt es da den Schmied, wenn ich mich noch richtig erinnere, der hat irgendwie so ein Würfelelement, wo er mit Würfeln diese manipulieren muss. Dann irgendwie so Rick Morty mäßig mit ein bisschen Zeitreisen, ich glaube Chronomancer oder irgendwie so war da der Name.
Und dann gibt es einen, der so Potion Explosion mäßig mit diesen Murmeln arbeiten muss. Hier diese beiden, das erinnert mich irgendwie an Rick und Morty. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da gleich mal rein. Hier noch der Schachteldeckel, auch der. Ich finde ja dieses Artwork, das ist so nett und gelungen wie immer von D'Amico. Das gefällt mir wirklich sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben hier mal ein Punchboard mit Token. Dann sind hier Beschreibungen vom Alchemisten. The Peddler, das ist der Solo-Modus, okay. Dann haben wir den Schmied. The Chronomancer. Und The Captain. Das Spiel ist also für 1 bis 4 Spieler geeignet. Und jeder hat hier wirklich sein komplett eigenes, Spiel, wo die Interaktion nur über, was ist das, diese Besucher stattfindet. Das sind irgendwie die Schiffe, Base Game Boats. Aber was soll das sein? Ach so. Das ist eine Erklärung, nehme ich jetzt mal an, wie das Ganze in die Trays einzuordnen ist. Also es ist auch ganz nett, dass das dabei ist. Das stellt mich ja oft, oder bei manchen Spielen ist es gar nicht so einfach, das Ganze einzusortieren. Dann haben wir hier das Spielbrett. Schieben wir das mal ein bisschen zur Seite. Jetzt schon wieder nicht mehr ganz aus. Wenn wir jetzt mal so drehen, dann sollte man das sehen. Es ist auch sehr cool, wenn die, also mir gefällt das immer sehr gut, wenn die Spielbretter nicht viereckig sind, sondern so abgerundet und ganz eigene Formen haben. Das macht immer sehr viel her. Dann haben wir hier dieses Spielbrett für den Chronomancer. Das ist so doppellagig, damit da auch diese Blättchen dann ihren Platz finden können. Das gleiche beim Schmied, auch hier sieht man hier doppellagig für die Würfel, damit die nicht verrutschen können. Auch hier wieder für den Kapitän das Spielbrett. Das war das Spielbrett für den Solo-Modus, einen Marktstand darstellen. Das habe ich jetzt da gar nicht geschaut. Okay, haben hinten alle ein bestimmtes Zeichen drauf. Und dann haben wir hier noch dieses Spielbrett, auch wieder mit einer doppelten Lage für denjenigen, der diesen Alchemisten spielt. Sehr schön. Dann geht es weiter mit einer Erklärung, wie die Boote, wie dieses Regal gebaut wird und wie irgendetwas für den Alchemisten gebaut wird. Dann haben wir hier die Beschreibung. Sehr viele Beispiele, sehr viele Bilder zumindest. Wobei ich jetzt sagen muss, die Beschreibungen von Final Frontier Games waren jetzt nicht immer die allerbesten, muss man leider sagen. Da habe ich schon ein bisschen Probleme damit gehabt. Dann haben wir hier ganz viele Standees. Und dann haben wir hier, was ist das? Sehr große Rubine, das schaut schon mal sehr cool aus. Die sind wirklich sehr üppig. Und schwarze
Steine. Also das ist schon mal ein Pluspunkt, die sind wirklich extrem groß im Vergleich zu diesen normalen Rubinen, die es immer wieder mal gibt, wie beispielsweise bei Istanbul. Dann haben wir hier Holzteile. Naja, die sind jetzt teilweise nicht ganz so schön, wenn man das mal so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera gut sieht. Hier bei dem Orangen sieht man, dass das ein bisschen so durchschimmert. Wobei dieses Orange wieder besser gelungen ist. Ja, alles in allem ist, würde ich sagen, ist das okay. Das passt schon. Dann haben wir zwei Stoffsackerl. Einmal für die Boote und einmal für ich weiß nicht was. So, dann schiebe ich das mal zur Seite und komme mit der Box wieder hierher. Dann haben wir hier jetzt eben, wozu man dann das hier braucht, die Angabe, wie was in die Box eingeordnet gehört. Das ist, wie gesagt, finde ich schon mal sehr, sehr cool. Zum Schutz war das, das braucht man glaube ich auch nicht mehr. Und dann haben wir hier weitere Punchboards. Die Boote. Dann die ganzen Elemente für die Spieler. Das könnte der Verkaufsstand sein. Wird wahrscheinlich der Fall sein. Nochmal Boote, nochmal Spielmaterial. Und das ist auch vielleicht noch ein Teil vom Verkaufsstand. Das ist drum für den Alchemisten. Was auch immer das dann ist. Dann haben wir hier die Kunden, um die es in diesem Spiel geht. Ja, die sind besser jetzt als diese anderen Holzblättchen, die ich euch vorher gezeigt habe. Ich denke, die sind ganz okay. Wenn man Final Frontier Games kennt, die haben ja dieses Screen Printing mit den Spielfiguren bei Robin Hood und bei Coloma zum Beispiel sehr, sehr cool gemacht. Diese Figuren, die es da gibt, die schauen immer echt extrem lässig aus. Diesmal, wie ihr hier vielleicht schon erkennen könnt, gibt es aber Miniaturen bei Final Frontier Games. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Hier haben wir eine Menge Karten. Schauen wir mal. Okay, die schauen vorne und hinten im Prinzip fast gleich aus. Da gibt es keinen großen Unterschied. Drücken wir da mal rein. Was haben wir hier dann noch? Noch zwei unterschiedliche Typen von Karten. Wie gesagt, das Artwork von Miko finde ich immer erstklassig. Gefällt mir sehr gut. Wie der überhaupt so viel zeichnen kann, das ist das Faszinierende. So viele Ideen, der so viele Spiele, also ich glaube, der hat irgendwie einen Zeitreisemechanismus oder Uhr oder was auch immer, damit der so viel gestalten kann. Das ist ein Wahnsinn, was der macht. So, was haben wir da noch? Das könnte vielleicht der Solo-Modus sein. Schaut zumindest ein bisschen, möglicherweise. Aber ich sehe jetzt nur eine Vermutung. Dann haben wir hier die Würfel, die sind auch sehr groß, in verschiedenen Farben, sehr cool. Definitiv eine sehr gute Qualität von den Würfeln. Dann haben wir hier diese Murmeln, wie man sie von Gizmos und Potion Explosion kennt. Und diese hier sind auch genau so, erkenne ich jetzt keinen Unterschied, schauen auch sehr cool aus.
wirklich gelungen. Dann haben wir hier einen Kompass für den Kapitän, nehme ich mal an. Dreht sich ja, mäßig gut. Weiß nicht, ob das dann wichtig ist oder nicht. Werden wir auf jeden Fall noch sehen. Dann kommen wir zu dem hier. Was ist das? Nochmal Karten. Dragon Island Festival. Ein Modul. Und das sind die Charaktere, die aus dem Grundspiel sind. Und das hier könnten eventuell Promokarten sein. Ich glaube, das ist etwas, das wird erst bei der Kickstarter-Erweiterung eingeführt. Aber jetzt schauen wir uns mal die Miniaturen an. Zum ersten hätten wir da mal ein 4 so Boot-Miniaturen. Sind schon cool, schauen schon mal nicht schlecht aus. Dann haben wir hier den Kapitän oder die Kapitänin. Ja, da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht die absolut feinste Qualität, was Miniaturen betrifft. Wenn man ganz genau schaut, sind manchmal so ganz kleine, feine Gussgrate zu erkennen. Hier zum Beispiel bei am oberen Ende von dem Hut. Aber ansonsten für ein Spiel, wo jetzt die Miniaturen nicht, glaube ich, das Ausschlaggebendste sind, ist das dennoch okay. Dann haben wir hier die Alchemistin. Dann Rick und Morty von Merchants Cove. Und zum Schluss noch den Schmied. Der ist irgendwie am feinsten von den Details her, den Bart, das erkennt man eigentlich sehr gut hier alles. Ah ja, wie gesagt, die Qualität der Miniaturen hier bei dem Amboss erkennt man auch wieder so unfeine Fussel, die wegstehen, oder hier bei der Schürze. Die Qualität ist okay, sie ist jetzt nicht die absolut umwerfendste, die es gibt. Ich werde das mal kurz wegräumen, dann schauen wir uns gleich mal die nächsten Boxen an. Okay, als nächstes haben wir hier den Secret Stash. Ich habe die Folie schon entfernt. Das sind eben die Kickstarter-exklusiven Inhalte. Hier sehen wir, ich nehme mal an, das sind, glaube ich, unterschiedlich große Boote, ein paar neue Kunden. Dann gibt es eben diese Karten, die wir vorher schon gesehen haben. Ich weiß noch immer nicht, wie sie heißen. Eine Insel, also das Ganze ist scheinbar ein bisschen modular, nehme ich mal an. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Die Beschreibung. Rogue Cards nennt man das. Neue Boote. Halls of Plenty. Lair of Villainy. Dragon Island Festival. Und da hat man vorher schon die Karte dazu immerhin im Grundspiel gesehen. Dann Solo-Szenarien. Da gibt es eine ganze Menge. 36 Seiten Solo-Szenarien, da kann man als Solospieler also durchaus auch seinen Spaß damit haben. Und dann haben wir hier mal die neuen Boote, die Erklärung, wie die neuen Boote gebaut werden. Neues Boot, Halls of Plenty, Lair of Villainy oder wie das auch immer gerade war. Und dann nochmal Punchboards. Die Figuren, die es vorher in den einzelnen Farben gegeben hat, jetzt in Weiß, werden vielleicht irgendwie Joker sein, möglicherweise. Dann haben wir hier nochmal Blättchen
für was auch immer. Dann ein Kartenpäckchen. Mit dem gleichen Hintergrund wie vorher zum Teil. Oh nein, es sind eigentlich wieder, ne, die sind anders. Die schauen anders aus. Schauen wir uns die mal an. Okay, das dürften irgendwie... Tja, keine Ahnung, was das für Karten sind. Kann ich jetzt auch nicht mal irgendwie einen Rateversuch machen. Fällt mir gerade gar nichts dazu ein. Dann haben wir hier wieder diese Totenkopfkarten. Schauen jetzt auch ein bisschen anders aus. Und dann haben wir hier wieder die unterschiedlich illustrierten Karten. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Artwork. Gefällt mir außerordentlich gut. Sehr cool, sehr cool. Dann wieder ein paar größere Karten. Und das ist jetzt, verstehe ich sogar, wie bei Imhotep, wo angegeben wird, welche Boote denn im Spiel sind und ins Spiel kommen. Das wird man hier wahrscheinlich ziehen. Und hier gibt es jetzt diese Rogue-Karten, die auch wieder ein sehr cooles Artwork haben. Ich habe auch schon gehört, man muss das Spiel unbedingt mit diesen spielen. Also falls es euch irgendwie möglich ist, solltet ihr euch, wenn ihr an diesem Spiel interessiert seid, wie gesagt, das ist jetzt nur vom Hörensagen her, unbedingt scheinbar diese Secret Stash Erweiterung dazu holen. So, das war es eben mit diesen Kickstarter Bonus Inhalten, die es gegeben hat. Weiter geht, ne, schauen wir uns gleich noch dieses Kartenpäckchen hier an, das machen wir auch mal auf. Das Backer Build Rogue Pack, also noch mehr unterschiedliche. Rogue-Karten. Und dann gibt es da noch drei für eigene Ideen, gebe ich da gleich mal dazu. So, gleich geht's weiter mit der nächsten Box. Und zwar mit dem Innkeeper. Also da ist es dann eben wieder... Wie im Grundspiel vier unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Charaktere zu spielen. Hier jetzt derjenige, der die Taverne betreibt. Wieder mal was zum Zusammenbauen. Und dann haben wir hier sein Spielbrett, seine Token. Der baut Betten, mit denen oder in denen die Charaktere schlafen werden. Hier wieder vier in der Ursprungsform, ein paar Standees, die Karte des Innkeepers, eine Leiste für was auch immer und zu guter Letzt hier die Miniatur des Innkeepers. Was hat denn der da hängen am Fuß? Das ist ein Fisch. Ja, sieht nicht schlecht aus. Das waren die überschaubaren Inhalte jetzt vergleichsweise. Gehen wir gleich zum nächsten über. Das ist The Oracle. Also wieder eine weitere spielbare Möglichkeit mit einem anderen Mechanismus. Hier weiß ich sogar, dass das Ganze irgendwie ein Irgendwas und Write ist. Beschreibung. Wie baut man etwas zusammen? Den Materialien und hier ein abwischbares Tableau für den Innkeeper, weil, wie schon gesagt, das Ganze ist eben irgendeine was auch immer und write Möglichkeit.
So, das ist schon rausgefallen. Wir haben hier wieder eine Menge Standys. Auch wieder so eine Leiste. Die Karte vom Oracle. Dann haben wir hier zwei Holztoken. Zwei Würfel. Vierseitig. Und dann die Miniatur. Schaut auch ganz lustig aus, aber wie gesagt, die Qualität ist jetzt nicht die allergrößte, allerbeste. Vielleicht ist es auch so dann auf hohem Niveau, aber ja, wie gesagt, es gibt bessere Miniaturen von der Qualität her gesehen. Das ist ja alles ein bisschen unrein, aber was soll's. Das war jetzt das Orakel und zu guter Letzt kommt noch der Dragon Ranger. Wir haben hier wieder Bauanleitung, Anleitung, Materialien. Der Spielplan. Und dann haben wir ein Säckchen, das ist wieder rausgefallen. Haben wir unterschiedliche Token, keine Ahnung, schaut aus wie der Todesstern. Das ist aber nicht sein, nehme ich mal an. Wieder Standees, die Karte vom Dragon Ranger. Diese ominöse Leiste. Unterschiedliche Drachen. Dragon Ranger wird die, glaube ich, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, noch vom Kickstarter her, das Ganze irgendwie so züchten. Die fangen eben klein an und werden dann immer größer, bis eben, ihr habt es vorher gerade gesehen, die ausgewachsene Größe hier erreichen. Und zum Abschluss von diesem Video gibt es noch einmal eine Miniatur, und zwar den Dragon Ranger. Muss ich sagen, ist jetzt bis jetzt die beste Qualität. Da sieht man auch sehr viele Details, wenn man bei den Augen schaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich glaube schon. Ja, dies ist mit Abstand die feinste Miniatur. Ja, und das war's zu diesem Unboxing von Merchants Cove. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ihr sehen habt wollen. Mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.